Willkommen zur Folge 92. Wir gehen jetzt fett in die Netherhöhle und machen sowas von Rabatz da drin. Das glaubt ihr gar nicht. Genau, wir machen richtig geilen Scheiß jetzt. Ich ziehe jetzt noch gerade schon meine Ausrüstung an, weil ich hatte meine in der Kiste drin. Ich weiß nicht warum. Ja. So. So, jetzt bin ich voll ausgerüstet. Schwerter 1. Ich habe 4 Arrows. Hast du einen Bogen? Warte mal. Hier sind noch 19, die nehme ich ja mit und hier sind 2 Bögen, ja. Bitteschön, hier ist ein Bogen für dich. Nimm du alles. Ich bin eher der Schwertkämpfer, der Nahkämpfer und Killer ist der Bogenscheiße. Der Range-DD. Okay. Ich habe jetzt 2 Schwerter dabei, wobei das 3 Schwerter. Ich repariere die hier mal. So. Ja. Cobblestone brauchen wir sicherlich nicht auf unserer Reise. Warum ruckelt das so komisch hin und her? Ab und zu hängt das sowas von behindert. So, ich habe 30 Brot dabei. Und Fackeln brauchen wir eigentlich nicht im Nether, ne? Die sind ja eigentlich Wurst. Nee, da ist überall hin. Okay, Futter habe ich. Ich esse mal geschwind was. Wir haben uns heute als kleines Thema ausgedacht. Der innere Schweinehund. Der innere Sackhund. Obwohl wir haben jetzt eigentlich ziemlich gleichzeitig, also du hast angefangen zu studieren, ich habe da meine neue Arbeit angefangen und wir waren beide davor, haben ein bisschen zu Hause rumgelungert, vom PC und so weiter. Yeah. Da können wir den inneren Schwein uns so richtig aufleben lassen. Auf jeden Fall. Aber jetzt, ihr Killer steht kurz vor seinen Prüfungen und ich bin jetzt wieder hart am Arbeiten und da haben wir oft das Gefühl, also Killer kann da mehr davon erzählen, aber ist auch bei mir so, dass wenn ich morgen zum 4.30 Uhr der Wecker klingelt, denke ich mir nur, fuck. Ich gehe zum Arzt, lass mich krank schreiben, ich kann nicht. Fuck. Und ja. Oma. What? Okay, wir gehen einen anderen Geheimweg. Fängt schon mal gut an, wir machen die Tür auf, die ballert direkt auf. Hast du Hacken dabei? Ja, habe ich dabei. Ich natürlich nicht. Ich schmeiß die gleich rüber, ich habe viele. Okay, nice. Fuck, fast hätte ich den geschlagen, ich hab's voll vergessen, dass die aggressiv werden. Okay, wir könnten natürlich einiges an EP dann hier sammeln. Okay, da sind 2 Äxte. Okay, nice. Wir müssen halt... Oder lass uns die Oma killen, wir wollen ja zum Schloss, da müssen wir eh an der Oberfläche laufen, oder? Ja, stimmt, ich habe jetzt gerade überlegt, was wir hier unten machen. Ja, ich dachte... Jetzt, wo du sagst, fällt's mir wieder ein. Killen wir die Oma. Der innere Schweinehund, wir wollen einfach nicht den harten Weg nehmen, wir wollen hier durch Schleichwege. Statt den Hardcore-Weg zu nehmen. Also wir müssen hier nebendran. Also hier müssen wir rüber eigentlich. Achtung. Oh, dang. Komm hier lang, zu mir. Au. Cheers, Oma. Ach, halt mal, kann die Dinge doch zurückschießen. Ah, okay. Du kannst die Bälle einfach zurückschlagen. Denk dran. Eigentlich sind die voll die lächerlichen Gegner. Achtung. Es geht nicht. Was? Mit dem Schwert? Ja, mit dem Schwert. Oh, oh. Deflected. Versuch mal zu deflecten, hier, wenn du rechts klickst. Okay, geh da weg. Du stirbst. Ja, ich gehe ja die ganze Zeit. Soll ich nochmal versuchen mit Abwehren? Eigentlich müsste das gehen. Mit Abwehren? Also, ich habe letztens mit einem Pfeil aus Versehen dran geschossen in irgendeiner Folge und dann ist er weggeflogen. Dann habe ich es dir ja gesagt. Warte, ich lass mich mal anballern. Okay. Komm her, Alte. Ka-ching! Au. Geh nochmal. Ka-ching! Jetzt. Ja. Okay. Geht anscheinend nicht so, ne? Irgendwie nicht. Vielleicht ist das eine Verzauberung? Für ein Schwert? Ich hab's mit dem Pfeil gemacht. Der Pfeil war verzaubert. Ja, okay, komm, lass die Oma. Warte. Super. Oh, den hab ich gefangen. Ja, ich knall sie jetzt halt ab, ne? Weil die stört uns ja schon. Oh, fast ein Schwein getroffen. Die Oma ist so assi. Hat's aufgegeben? Oh, anscheinend, okay, gut. So, wir haben uns jetzt hier irgendwo Markierungen aufgebaut. Aber ich hoffe, wir finden die auch. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal nach ganz da hinten. Wir müssen nach da. Hat die jetzt hier reingeballert, die Verrückte? Sag mal, kannst du auch kein Brot essen? Brot? Ich kann keins essen, weil ich voll bin. Ah, vorhin war ich ein bisschen angehittert und es ging nicht. Jetzt bin ich auch voll. Okay, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo lang es ging. Auf jeden Fall rechts entlang. Aber hier ist jetzt kein direkter Weg nach unten und ich habe gerade einen super Lag gehabt. Okay, warte mal, da hinten ist doch so eine lange Brücke. Siehst du diesen langen Weg? Ich glaube, den müssen wir laufen. Meinst du den über? Das ist ja der Weg, den wir letztens gemacht
Meinst du den hier oben? I'm burning. Ich schlag die Flamme aus, Killer, komm her. Mit Diamanten. Schlag mich, komm schon. Nee, ich glaube, wir sind diesen Weg gelaufen, weil der hat eine Verbindung zu da hinten hin. Und dann müssen wir. Aber den Weg haben wir erst, haben wir zwei erst in, vor ein paar Folgen erstellt, den da oben. Den ganz da oben, meine ich jetzt. Den haben wir ja gemacht, um Glowstone zu holen. Hm. Wir müssen hier rechts lang, folge mir, wir machen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Hier runter und dann. It's getting hard in here, so hard! Oh, fast ins Feuer geplanscht. Und dann hier runter. Bist du noch da? Ah, perfekt. Ich bin da, ja. Komm schon, Gedächtnis, lasse mich nicht sterben in der illigen, ewigen Ölgötzerei. In dieser Flammenhölle. In dieser hölligen Flammenschlundhölle. Der Flammen. Eine Flamme aus Feuer. Hier ging es irgendwo runter. Wie die Tante Kunterbunter. Hier vorne vielleicht. Schau. Zeig mal, Tante Kunterbunter. Aber hier ist doch eine Sackgasse. Ja, nee, das so, nee, das war hier auch. Das war irgendwie. Ach, halt, nee. Oh my gosh. Wir waren ganz unten und sind dann rechts gelaufen. Wir müssen da unten hin. Ich hab doch mal so diese Treppe gebaut. Weißt du noch? No. Dann folge. Wovon reden Sie? Diese riesige Treppe, das Monument. Das Monument? Okay, dann laufen wir da mal hin. Ich hab's. Das ist jetzt dann doch schon einige Folgen, ja. Ich hab's jetzt irgendwie komplett aus den Augen verloren. Ja, das war damals. Und wir gehen jetzt einfach auf unseren Kanal und wir suchen. Das war mit da haben wir jetzt genug Zeit. Ich glaube, mit Plural war das. Da, wo ja auch die Lava gefallen ist, aber noch den ganzen Stack rausgehauen hat. Ja, genau. Da ist die Treep. Oh mein Gott, ein Öhmchen schießt auf mich. Es ist ein Öhmchen, es schießt mir ins Gesicht. Dam, 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 dam. Ich glaube, du schießt mich an, weil bei dir sehe ich nichts. Okay. So. Oh, es laggt ein bisschen. Nee, da ist immer ein bisschen Lag. Lag behaftet. Leckhaftiger die andere Umgebung. Ich hab EP gefunden. Hier, die Treppe hier meine ich. Weißt du noch, da sind wir runter und dann sind wir voll oft gestorben erstmal. Weil die Schweine uns attackiert haben, glaube ich. Oh, ah, das war. Ich dachte, die Oma. Und steht auf meinem Kopf, aber das war so ein Schweinehund, so ein Schweinebacke. Schweinepriester. Und dann sind wir, glaube ich, hier lang gehuscht. Ja, wir haben jetzt so viele Folgen an unserem Baumhaus weiter gemacht, dass wir hier diese Umgebung ein bisschen aus dem Sinn verloren haben. Ich hoffe, wir wissen noch, wie der Weg zu unserem Portal ist. Ja, das ist ja nur das hier. Oder meinst du das zweite Portal? Das zweite Portal. Okay, das ist natürlich eine andere Sache. Ha, ja genau, hier waren wir. Ah ja genau, und hier auch. Jetzt weiß ich wieder, wie der Hase läuft. Ja, das war der andere Weg. Das hatte ich ganz, ganz früher mal gewurschtelt. Und dann sind wir hier lang gegangen. Jetzt sind wir da. Ah ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier rechts gegangen sind. Wahrscheinlich nicht. Ja, hier. Wir sind ja hier auf diesen großen Lavaschollen. So, jetzt warte mal kurz. Irgendwo hatten wir jetzt hier eine Markierung, das weiß ich. Wir sind nicht so arg weit. Da vorne ist der Weg. Siehst du ihn über die Lava? Da ist er. Vorne links. Da. Vorne links. Da ist damals Monsieur Plural in die Lava geplanscht. Ach so, ich dachte, du siehst gerade die Markierung. Wir hatten immer so. Nee, das kommt noch. Ja, jetzt, Pfeile will ich jetzt. Das war so eine Markierung einfach, so eine kleine. Ja, so ein Turm und dann. So ein Zeigeturm. Genau. In diese Richtung geht's weiter. Da ist ein Turm, da ist ein Zeigeturm, der erste. Ja, yeah, okay. Wir haben, glaube ich, zwei, drei insgesamt, die uns zu diesem Schloss führen. Und wir sind einfach drauf losgerannt und haben dann wirklich was gefunden. Weil wir so cool sind, so klein sind. Oh mein Gott, hier ist so wenig Platz. Ist immer gefährlich. Ja. Wenn die Oma jetzt einem in den Arsch reinschießt, dann liegt man direkt in der Lava drin. Was natürlich doof ist, wir haben die Pfeiltürme ja nicht in die andere Richtung gemacht. Also wir wüssten nicht genau, wie wir von hier weiterlaufen sollten, wenn wir es nicht wüssten. Weil wir wissen es, also müssten wir es nicht wissen wenn haben sollten. Sollen. Ja. So. Aber wir sehen ja hier überall diese künstlichen Brücken. Da wissen wir ja, dass wir das damals genau, gebaut haben. Genau, das kennen wir ja noch alles hier. Altes Gebiet hier. Hui. Da ist die nächste Markierung. Mit dem ganzen Glowstone hier, das könnte man auch alles fast sicher abbauen. Weil hier jetzt in diesem, ich wollte gerade sagen, in diesem Areal sind nicht so viele Omas. Und dann schon kotzt uns einen ins Gesicht. Die Markierung weggefistet, wir kommen nie wieder nach Hause. Wir nie wieder zurückkommen, lauf. Alter. Ich wollte gerade Brot essen und dann sowas. Ich wollte gerade ein Brötchen essen, schon werde ich angeschossen. Okay, so. Gaza-Streifen.
So, ich glaube, da vorne müsste sich gleich aufgrafiken. Genau, die Burg. Die Burg. Da ging es jetzt erstmal noch hoch. Und dann sind wir jetzt gleich auch gleich da. Oh yeah, es wird richtig cool, da mal weiter zu wursteln. Wenn nicht, wir können uns ja noch mal ein paar Feuerrouten holen. Genau. Weil wir wollen ja eh demnächst. Oh, guck dir mal den Lava-Wasserfall an. Lava-Wasserfall. Ich bin so cool. Guck dir mal den Lava-Fall an. Guck mal hier. Hallo. Da kommt ein Glowstone, nehmen wir auch gleich mit bei der Gelegenheit. Genau, wenn wir eh gleich drankommen, ohne dass hier Ömen rumstehen, die uns anömen. Ich bin ein Ömchen und spucke gerne Feuerbälle. Stell dir mal eine Oma in echt vor, die mit Feuerbällen auf einen spuckt und dabei so komisch guckt und schreit. Das wäre ja echt gruselig. Das wäre gruselig. Wenn man seine Suppe nicht isst, dann schießt sie einem gerne ins Gesicht. Wie, du isst die Suppe nicht? Tot. So, nächste Markierung. Das ist doch noch ein Stück weiter, wie ich gedacht habe, aber hier kann ich mich, hier erinnere ich mich wieder ein bisschen. Ja, wir sind jetzt hier nur, jetzt sieht man sie gleich links, da ist sie gleich. Hier taucht sie gleich für die Zuschauer auf. Achtung. Oder auch nicht. Doch, die kommt gleich. Boah, ich dachte gerade, ich will die schubsen. Ah, hier ist er nochmal. Da ist sie, Achtung. Ich kann sie sehen. Da ist die. Zoom ran, Monsieur Kameramann. I gonna zoom in, man. Oh my gosh. Wir können hier so ganz viele coole Sachen rausbauen, die sich da drin befinden. Vielleicht finden wir einen Raum mit... Mit Räumen drin. Mit Räumen drin oder so. Das wäre so geil. Naja gut, okay. Wir bauen sie ab und bauen sie dann wieder auf in unserer Welt. Eins zu eins. Wo war denn der Weg? Ach, da unten ist er ja. Ich sehe ihn gerade nicht. Hier. Komm mal wieder in die Ecke. Einfach an der Lava entlang, bis zum Schloss hin. Ach so. On the Levy. Schalalalalalala. Tuff, tuff. Sugarcane. Sugarcane. Sugarcreme, Zuckercreme. Das ist unser Eingang. Oh yeah. Ich glaube, aus diesem Stein, aus dem diese Burg ist, kann man sicher irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was, aber es ist nicht Schokolade. Nether Brick. Bestimmt diese Zäune gehen auf jeden Fall mal, weil die ja hier schon verbaut das sind. Das ist genau. Das ist eine genaue Ansage. Oh, guck mal hier. Fotografikfehler, Junge. Ich hab ja vorhin den Grafikfehler, du schwebst bei mir in the air. Und es kommen Steine aus dem Nichts gepoppt. Die Grafik hat hier nicht weitergebaut. Egal, wir werden es jetzt vergrößern einfach. Ja. Wir weiterbauen. Ich muss auf jeden Fall zurück, ich sehe da überhaupt nichts. Oh, okay. Ich hab da nur so Gedöns gesehen. Guck mal, hier ist das Licht anders. Fällt dir das auch auf? Schau mal hier drüben. Moment, ich esse gerade was. So, ich komme. Weil da oben Lava reintropft etwa. Ja, genau. Hier ist ein bisschen heller. Aber das macht ja ich nichts. Ich will da oben mal aufschlagen. Oh mein Gott. Ist da wirklich ja Lava? Sie tröpfelte mir ins Gesicht. Die haben da Fenster reingemacht, obwohl da eine Wand dahinter ist. Das ist so klug gewesen. Wie genau? Ergibt es keinen Sinn. Mein Gott, ich glaube, wir haben uns schon verlaufen. Das ist hier so... Es ist so kompliziert. Ich habe ein paar Fackeln dabei. Ah, wir haben uns hier auch Markierungen reingemacht, dass wir uns dann verlaufen. Ich mach dennoch mal hier unser Fackelsystem, so ein bisschen. Oh, hier sind drei Schweine. Die mir gerade den Weg versperren. Wo bist du gelaufen? Ich laufe gerade wieder zurück, aber ich... Manchmal enden lange Gänge einfach mit einer Mauer. Also ich bin den unseren Wegweisern nachgelaufen und ich sehe deinen Namen. Ich komme mal wieder zu ja, dir. Ja, da bist du. Hier, schau, da kommen wir auch wieder zum Spawner. Hier in die Richtung. Ja, da drüben. And then. Ganz da hinten müssen eigentlich. Ja, da ist der Spawner, ja. Genau. Ja, gut, das kennen wir ja schon. Oh, du läufst gerade in der Luft. Bei mir. Dann folge mir lieber nicht. Ja, das ist natürlich doof hier im Nether mit diesen Grafikfehlerlöchern.
Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Ist eine echt coole Option, an Glowstone ranzukommen. Oh ja. Oh je. It looks good. Es sieht so gut aus hier. Ich würde sagen, sollen wir irgendwie mit den Schweinepriestern anfangen zu kämpfen oder sowas, dass es ein bisschen Action gibt? Sollen wir ein bisschen, aber trotzdem auch ein bisschen von diesem Stein hier abbauen? Vielleicht können wir den für unser Baumhaus irgendwie verwenden. Auf jeden Fall. Weil ich finde, der sieht optisch richtig special aus. Vor allem aus. Bei Licht, guck mal. Der ist lila. Genau, wir bauen. Guck mal hier. Oh ja. Ja, das sieht fett aus. Komm, wir nehmen uns ein paar mit, vielleicht so ein, zwei Stacks. Ja. Und ja. Yeah. Ich habe ganz am Anfang zur Folge was angeschnitten. Das können wir jetzt mal ausführen, weil wir jetzt gerade keine Fights da haben. Wir werden uns später vielleicht mal ein bisschen mit den Schweinepriestern anlegen, ja, um ein bisschen EP zu farmen. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller wie mit unserer Falle. Ja, das stimmt. Mit den ganzen Viechern. Und ja. So. Dann, ja, genau. Bauen sich die Zäune als Ah ja, genau. Die bauen sich auch als Zaun. Also, aber mit der Ding kann man die abhacken hier, mit der, ne? Mit der Pickaxe. Der Puckucks. So, und zwar unser Thema jetzt, um darauf zurückzukommen. Der innere Schweinehund, ihr kennt das doch sicherlich alle, wenn man irgendwas machen muss, aber nicht will und es dann auch sogar wirklich nicht macht, weil man nicht will. Genau. Auch wenn es um wichtige Sachen geht, jetzt nicht, vielleicht nicht irgendwie der Spüldienst zu Hause, sondern Schule, was ja schon wichtig ist für die Zukunft. Ja. Aber irgendwie packt einem der Schweinehund, man hat einfach überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Vor allem, wenn man halt wirklich, also wenn man nicht wirklich muss. Ich meine, das ist das Einfachste von der Welt. Das zeigt sich ja schon in der Grundschule bei freiwilligen Aufgaben. Da gibt es ja die Schüler, ja, die sagen, oh, freiwillige Aufgaben, die mache ich natürlich. Und andere, die können es überhaupt nicht verstehen, warum jemand bitte schon freiwillige Aufgaben macht, weil man es auch nicht machen muss. Und leider gehöre ich zu den Letzteren. Wo ist wohl? Ja, da gehöre ich auch dazu, muss ich sagen. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Habt ihr auch so manchmal so Momente? Also, es kommt natürlich immer darauf an, was man macht. Macht man irgendwas, was einem Spaß macht? Weil es gibt ja durchaus Leute, die das, was sie machen, denen gefällt es einfach. Zum Beispiel Pornodarsteller. Der Job. Ja, Pornodarsteller. Ich glaube, die haben diese Problematik nicht. So, oh nein. Nicht schon wieder. Heute schon wieder. Obwohl ich denke, nach ein paar Jahren denkt man sich sogar, ja, das kann vielleicht in diesem Bereich was, sowas in der Art. Ja. Naja, aber. Also bei mir ist es auch so. Ich habe morgens echt keinen Bock. Wenn morgens der Wecker klingelt, dann habe ich echt keinen Antrieb oder so. Ich quäle mich dann auf, presse mir einen Kaffee rein und hoffe, dass ich den Tag durchhalte. Ja. Wenn man dann erstmal, also ich muss sagen, wenn man dann erstmal außer Haus ist und auf dem Weg zur Arbeit ist oder halt gerade angekommen ist, dann geht's. Also ich denke, dann kann das jeder, egal ob man übelst optimiert. Egal ob man übelst motiviert ist, positiv eingestellt oder auch nicht. Wenn man erstmal da ist, dann geht's einfach. Aber das Hinkommen ist einfach schon immer das Blöde. Vor allem, wenn man halt noch einen weiteren Weg hat oder einen weiten Weg. Vor dem ist dann einem richtig graust irgendwie morgens. Wenn man denkt, oh nein, aufstehen, dann das noch und dann vielleicht noch mit dem Zug fahren oder irgendwas. Habt ihr auch so Sachen, also wo ihr jetzt, was jetzt quasi eine freiwilligen Basis, was man muss es nicht unbedingt machen, aber ihr wisst ganz genau, eigentlich sollte ich es jetzt machen, aber ich habe einfach überhaupt keinen Bock und mach's deshalb nicht. Was sind das bei euch für Sachen? Genau, das könnt ihr euch mal aufzählen in die Comments. Das würde uns mal interessieren. Lass mal ein Stück zurückgehen, sonst finden wir den Weg nicht mehr später, weil wir hier alles deformieren. Ja. Ich baue hier jetzt noch die letzte Wand ab. Okay. So, jetzt schaue ich mal. Vielleicht haben wir ja schon genug. Da können wir ja eigentlich schon uns bald für den Schweinekampf bereit machen. Ich habe jetzt einen Stagnator Brick. Ah, das ist Brick einfach. Ja. Boah, ich habe sogar zwei Stacks und 28 Nether Brick Fans. Ich habe jetzt zwei Stacks und zwei normale. Lass mal vielleicht an den Ausgang gehen und da noch rumbuddeln, weil da können wir uns auf keinen Fall verlaufen. Und bevor wir den Kampf aufnehmen mit denen, sollten wir auch, würde ich schon fast behaupten, wieder zurück sein bei unserem Portal, weil sonst der komplette Rückweg zu fighten wird schwierig, oder? Mit Omen, oder sollen wir das Wagnis einfach auf uns nehmen? Es könnte. Lass mal kurz überlegen. Ich meine, das ist natürlich dafür umso actionreicher. Ich würde sagen, wir gehen ins Risiko ein. Wenn wir alles verlieren, dann sind wir gefistet natürlich. Ja. Aber ich denke mal, der Spannungsbogen ist auf jeden Fall höher, wenn wir mit vollen Taschen. Weißt, alles voll mit Diamant, 64er Stacks. Und wir fangen an, die Schweine an. Ich stecke jetzt erstmal unser Baumhaus in meine Hosentasche. Dann fangen wir an. Unseren YouTube-Kanal. Genau. Wenn wir los sterben, geht's. Ist er weg. Oh, Achtung, Oma. Oh my God. Guck durchs Fenster durch. Direkt an. Wie das gerade ausgesehen hat, die füllt das ganze Fenster aus. Die will direkt anfangen hier. Kommt nur raus.
Komm. Hallo, bin die. Die kannst du halt kaputt schießen. Oh mein Gott, wie cool. Achtung, jetzt guck, ich schieße jetzt diesen Ball von ihr an. Pass auf. Bam. Ah, schade, dass man sie nicht zurückfisten kann. Aber das muss irgendwie gehen. Bei Xbox, auf der Xbox geht das doch auch. Alter, au. Alter, aua. Hat das wehgetan. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge bekämpfen wir mal ein bisschen hier Schweinchen. Die laufen ja teilweise hier auf dem Schloss rum und werden somit für einen actionreichen Rückweg sorgen. Wie viele Pfeile hast du noch? Langt es, um noch 2, 3 oben zu killen? Ja. Au! Ich hab... Soll ich mal gucken, was los ist? Renn direkt in die Scheiße. Was ist da los, Bar? Okay. Ich habe jetzt noch 15 Pfeile, das sollte reichen. Das reicht auf jeden Fall, okay. Gut, 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 gut. Dann beenden wir die Folge hier mal, die Folge 92. Und hören uns morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.